Was geht ab, liebe Leute? In dem heutigen Video geht es um die Sony A7 Mark III. Das ist meine Kamera, mit der ich hier die Videos aufnehme, mit der ich für Jasmins Instagram-Account, den ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, sämtliche Bilder aufnehme und schieße, mit der ich Vlogs drehe und so weiter. Also meine Maschine, mit der ich hier die ganze Zeit zusammenarbeite. Und welche Vorteile diese für mich hat und warum sie für mich speziell meiner Meinung nach die beste Kamera ist, will ich euch in dem heutigen Video sagen. Ich will aber auch nochmal darauf hinweisen, dass sämtliche Kamerahersteller, die heutzutage auf dem Markt sind, wunderbare Kameras herstellen, sei es Canon, Nikon, Fuji, Panasonic. All diese Kamerahersteller haben supergeile Kameras, die speziell für ihre Branchen wunderbare Kameras herstellen mit bestimmten Specs, die für euch vielleicht ein bisschen interessanter sind, als es jetzt für mich der Fall ist. Ja, fangen wir mal an, was für mich die Kamera so ausschlaggebend gemacht hat. Das waren zum einen die 24 Megapixel, die die Kamera einfach hat. Das heißt, ich habe 24 Millionen Bildpunkte, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich zum Beispiel die Bilder bearbeite oder sie ausdrucken möchte. Das ist meiner Meinung nach vollkommen ausreichend, da ich jetzt nie vorhatte, große Leinwände zu drucken, sondern einfach nur Bilder für Instagram schießen will, wofür die 24 Megapixel sowieso viel zu viel sind. Und wenn ich dann doch mal ein Bild ausdrucken möchte, dann kann ich das auch in einem DIN A3 oder DIN A5 Format machen, ohne dass das Bild irgendwie an Qualität verliert. Zudem bieten mir die 24 Millionen Bildpunkte einfach die Möglichkeit, auch im Nachhinein in Lightroom und in Photoshop einfach nochmal in das Bild ein bisschen rein zu croppen und es größer zu machen, was eine coole Sache ist. Und das ist schon der erste Punkt, warum ich mich für die Sony A7 Mark III entschieden habe. Ja, der nächste Punkt, der für mich super wichtig ist und das Leben um einiges erleichtert hat, ist der Autofokus. Die Kamera verfügt über ein Eye-Tracking-System, was dafür sorgt, dass euer Auge immer fokussiert wird oder euer ganzes Gesicht, je nachdem, was ihr eingestellt habt. Und das macht mir das Leben bei der Pferdefotografie um einiges leichter, da ich mich um 100% auf den Bildausschnitt und die Komposition konzentrieren kann, da ich weiß, dass der Fokus sitzen wird. Vielleicht von 12.000 Fotos, die ich aufgenommen habe, waren 200 unscharf. Also 10.000 scharfe Fotos, wenn überhaupt so viele unscharf waren, das muss man dazu sagen. Wie gesagt, dieser Fokus oder dieses Fokussystem, was dahinter steckt, ist grandios. Ich drücke einfach nur den Auslöser und die Bilder werden scharf und sind immer im Fokus, was eine super geile Arbeitserleichterung ist. Ja, was noch zu dem wunderbaren Autofokus dazugehört oder dazukommt, ist die Serienbildaufnahme. Ich kann hier 10 Bilder in der Sekunde aufnehmen mit RAW unkomprimierten Dateien, was wunderbar ist. Das heißt, ich kann beim Springen zum Beispiel einfach nur draufhalten und habe 10 wunderbar aufgenommene Fotos in der Serie, was wirklich dafür sorgt, dass ihr eigentlich so gut wie gar keinen Augenblick mehr verpasst, wenn so eine interessante Szene entsteht. Was auch ein cooles Feature der Kamera ist, dass ich die Videospecs habe, die wunderbar sind. Das heißt, ich kann hier 4K intern aufnehmen und zwar wird das Bild dann von einem 6K Readout genommen und auf ein 4K Bild runterskaliert, was super geil ist, was einfach dafür sorgt, dass man ein unwahrscheinlich scharfes 4K Bild hat, was ihr jetzt hier auch gerade seht. Und außerdem habe ich die Möglichkeit in 1080p, also in Full HD, mit bis zu 120 Bildern zu filmen, was ich beim Vloggen zum Beispiel mache, weil ich dann dauerhaft die Möglichkeit habe, in Slow Motion irgendwelche Detailshots und so weiter abzuspielen oder auszugeben, was eine super geile Sache ist, wie gesagt, da die Videoaufnahmen einfach von der Kamera super gut aussehen. Außerdem muss ich dazu sagen, dass das Full HD auch einfach grandios aussieht. Also von der Bildqualität her ist die Kamera, was den Videobereich angeht, auch nochmal super flexibel und super cool und es macht damit einfach super Spaß zu arbeiten. Ich glaube aber, das ist hier so ein Thema, was hier gar nicht so viel interessiert, da es hier ja doch mehr um die Fotografie geht und nicht so sehr um die Videografie. Wenn ihr trotzdem mal mehr Videos zu der Videografie, gerade so im Pferdebereich haben wollt, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann kann ich in Zukunft auch mal zu dem Thema ein paar Videos machen. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Ein wichtiger Punkt ist in der Fotografie ja immer die Datensicherung und da verfügt die Sony hier über 2 Kartenslots für UHSD-2 Karten, was eine super geile Sache ist. Ich hatte es zwar selber noch nie, dass mir irgendwie eine Speicherkarte kaputt gegangen ist und die Bilder dann dadurch weg waren, aber für viele ist das vielleicht von euch interessant, weil sie ein Kundenshooting haben oder vielleicht tatsächlich neben der Pferdefotografie auch nochmal eine Hochzeitsfotografie machen und da ist es natürlich ärgerlich, wenn da irgendwie die Bilder verloren gehen. Von daher könnt ihr hier 2 Karten reinstecken in den Speicher. Von daher könnt ihr hier 2 Karten in den Speicherslot reinschieben und ja, auf beiden Karten dieselben Dateien sichern, damit ihr da sicher seid, dass keine Dateien verloren gehen, was eine super coole Sache ist. Was mir nicht so gut gefällt, ist der Monitor auf der Rückseite der Kamera. Der löst nämlich einfach nicht hoch genug aus. Das sorgt dafür, dass man Bilder nicht wirklich nochmal im Nachhinein auf dem Monitor anguckt, sondern ich gucke meistens oben durch den Sucher, um die Bilder im Detail zu sehen, da sie da einfach schärfer und vor allen Dingen auch heller dargestellt werden als bei dem Monitor auf der Rückseite. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber Sony wird da sicher mit der A7 Mark IV
nachliefern mit einem helleren Monitor, einem schärferen Monitor, einen, der vielleicht auch über Touch funktioniert und den man wahrscheinlich sogar rausklappen kann, so wie sie es bei der Sony A7S Mark III gemacht haben. Also ich denke mal, das neuere Modell wird das alles haben, was ich jetzt hier so ein bisschen bemängel. Schade, dass die A7 III es noch nicht hat, aber darauf kann ich auch noch verzichten. Es wäre trotzdem schön gewesen, wenn die Kamera das mit drin gehabt hätte, aber so ist es halt. Und ja, und ich würde sagen, machen wir im nächsten Punkt weiter. Ja, was auch ein cooles Feature ist, ist der ISO-Wert einfach der Kamera, denn den kann ich gefühlt bis 12.800 hochreißen, ohne dass wirklich große Körnungen in den Bildern zu sehen sind, also das Bild wirklich verrauscht ist. Das ist bei anderen Kameras nicht der Fall, da fängt es meistens an bei ISO 3200 oder 4000 irgendwie an, dass das Bild sehr verrauscht ist. Wie gesagt, die Lowlight Funktionen der Sony sind hier wunderbar. Ich kann mit einem ISO-Wert von 6400 noch Bilder machen, ohne dass das Bild jetzt super verrauscht ist. Und wenn man dann nochmal mit einem Rauschreduzierer rübergeht, sieht das Bild gleich wieder um einiges besser aus. Also von daher eine super geile Lowlight-Kamera in dem Fall auch wieder. Und es macht auch gerade in der Abenddämmerung, wo es wirklich nur wenig Licht zur Verfügung steht, noch Spaß damit Fotos zu machen. Bei den alten Sony-Modellen war ein großer Kritikpunkt immer der Akku, da die Akkulaufzeit einfach zu gering war, beziehungsweise man für ein Shooting gefühlt 4 Akkus brauchte oder 5 Akkus brauchte, da die kleinen Akkus, die sie früher verbaut haben, so schnell leer waren. Und mit der A7 Mark III hat Sony den sogenannten Z-Akku implementiert in das ganze neue System und der hält ewig lange. Also mit einem Akku kann ich locker den ganzen Tag shooten. Wenn ich den Batteriegriff noch drunter habe, kann ich mit 2 Akkus auch 2 bis 2,5 Tage locker durchschießen, ohne mir Gedanken über die Akkulaufzeit zu machen. Und sollten sie dann doch mal leer sein, werden sie über den Battery Charger ultraschnell wieder aufgeladen, sodass ich nach spätestens 1,5 Stunden mit dem vollgeladenen Akku einfach weiter fotografieren kann. Von daher, also mit 3 Akkus komme ich hier locker über 3 Tage hinweg und kann 3 Tage lang durchfotografieren, was ich noch nie gemacht habe, aber was eine super geile Sache ist. Und von daher, die Akkulaufzeit der Kamera ist einfach gigantisch gut und das ist auf jeden Fall kein Punkt mehr, den man irgendwie abstreiten kann. Ja, und der wohl wichtigste Punkt und coolste Punkt für mich ist einfach der Sony E-Mount. Der sorgt nämlich dafür, also der Bajonettanschluss der Kamera, dass ihr von fast allen Kameraherstellern die Objektive an diese Kamera adaptieren könnt, ohne große Verluste in Bildqualität oder dem Fokus zu machen. Und das ist eine super geile Sache. Natürlich funktionieren die nativen Objektive mit der Kamera immer besser. Also das heißt, Objektive aus dem eigenen Haus, beziehungsweise die auch über den Sony E-Mount verfügen und direkt an der Kamera angebracht werden, funktionieren immer besser. Aber solltet ihr zum Beispiel jetzt von Canon kommen und euch eine Sony kaufen und die Canon L-Objektive, die ihr noch zu Hause habt, nicht verkaufen wollen, sondern auch an der Sony weiter nutzen wollen, könnt ihr das machen, indem ihr sie einfach per Adapter an die Kamera anbringt und dann könnt ihr weiter mit euren Canon-Objektiven arbeiten, was eine super geile Sache ist. Was viele loben, ich ein bisschen hasse, ist die Größe der Kamera. Also ich hasse es nicht, sondern es ist für mich zu klein. Und zwar, die einen sagen, die Kamera ist super kompakt, super klein, wo sie auch recht haben, was cool ist, weil man dadurch ein geringeres Packmaß hat, für einen Rucksack zum Beispiel. Sie ist auch super leicht und das sind alles Punkte, die man positiv sehen kann. Ich sehe sie allerdings ein bisschen negativ, weil ich bin 1,84 groß, habe dementsprechend relativ große Hände und für mich ist zum Beispiel der Body der Kamera alleine viel zu klein. Mein kleiner Finger, der guckt immer unter der Kamera hinweg, was mich persönlich ein bisschen nervt. Für euch mag es vielleicht gut sein, weil ihr nur 1,70 groß seid, meinetwegen. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Und daher nutze ich immer eine Kamera oder einen Batteriegriff unter der Kamera mit, da ich so einfach einen größeren Griff habe und die Kamera um einiges entspannter in der Hand halten kann, was für mich einfach angenehmer macht, um damit zusammenzuarbeiten. Ja, so zum Schluss kann ich eigentlich nur noch sagen, dass alle Kamerahersteller heutzutage auf dem Markt super Kameras herstellen. Das heißt, ihr müsst euch auf jeden Fall keine Sony kaufen, ihr könnt euch auch eine Nikon oder eine Canon kaufen. Das sind eigentlich nur Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, warum für mich die Sony die beste Kamera ist. Das ist zum Beispiel oder zum einen halt dieser Hybridmodus eigentlich nur aus Video und Fotografie, weil ich beides damit aufnehmen kann, weil ich beides gerne mache und auch beides relativ gut beherrsche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der nächste Punkt ist halt nochmal der Preis vielleicht gewesen, da sie mit, ich glaube, 1600 Euro aktuell halt eine sehr günstige Kamera hat, die Fullframe ist, die 4K-Video aufnehmen kann, die über eine Brandweite an Objektiven verfügt, die man sich dazu kaufen kann und halt einen wunderbaren Autofokus verfügt. Also all diese Specs für relativ kleines Geld, will ich jetzt mal behaupten, einem mitbringt. Und daher ist aus meiner Sicht die Sony A7 Mark III aktuell immer noch die beste Kamera für die Fotografie.
Ich will damit nicht sagen, dass ihr mit einer Canon oder einer Nikon oder einer Leica oder whatever nicht zufrieden seid und keine guten Fotos machen könnt, aber für mich persönlich ist die Sony halt die Qual der Wahl gewesen und ich werde immer wieder auf diese Kamera zurückkommen. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Hier wird nächsten Sonntag weitergehen und hier wird auch in den nächsten Wochen jede Menge interessanter Content für euch kommen. Und jetzt würde ich sagen, Peace, einen schönen Abend noch und macht's gut.